Hallo. Hallo. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Genau. Wir machen nämlich ein Sicherheitstraining, ein Fahrsicherheitstraining. Genau, in Schlüsselfeld. Und der erste Punkt, den wir jetzt gerade durchgehen, ist die Ladung checken. Das ist ganz wichtig im Notfall. Na, da gucken wir mal, was er zu bemängeln hat. Wir wissen es eigentlich schon. Genau. Und dann ist es so, den ersten Teil heute Vormittag, den wird die Gunda bestreiten. Und am Nachmittag bin ich dann dran. Mal sehen, was das wird. Bis später. Wir haben ja vor einigen Jahren schon einmal ein Fahrsicherheitstraining hier in Schlüsselfeld absolviert, damals noch mit unserem PKW, und wir haben das Ganze in hervorragender Erinnerung. Wir haben damals so viel gelernt, dass wir gesagt haben, das muss unbedingt wiederholt werden. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unser Wissen auffrischen wollen und das Ganze auch noch auf das Wohnmobil präziser zuschneiden wollen. Wir bekamen in dem ersten Teil im Schulungsraum eine kleine Einführung und ein Funkgerät ausgehändigt. Über dieses ist der Fahrlehrer dann die ganze Zeit mit uns verbunden gewesen. Nach dem Checken der Ladung kam dann ein Einführungsteil und man glaubt gar nicht, was wir eigentlich hier noch einmal dazugelernt haben und was man bereits beim Einstellen des Sitzes und beim Einstellen der Spiegel schon alles falsch machen kann. Nach der ganzen Theorie ging es dann aber schnell über zur Praxis und wir haben den Vormittag genutzt, um vor allem das Rangieren und den Umgang mit dem Wohnmobil besser kennenzulernen. In erster Linie ging es hier um Rangieren, um Einweisen, darum, dass der Fahrer sich auch auf den Einweiser verlässt und nicht in der Informationsflut von Außenspiegel, Rückwärtsfahrkamera und Einweiser sich verliert. Einparken auf dem Campingplatz ist immer wieder ein Thema und das konnten wir hier sehr schön üben. Genauso natürlich wie das korrekte Lenken um Hindernisse oder auch das Rückwärtsrangieren im Slalom. Ganz enorm wichtig für das gute Gelingen eines solchen Events ist natürlich auch die Art, wie das Wissen an den Mann oder die Frau gebracht wird. Unser Fahrlehrer war da einfach klasse, gut drauf, voll informiert, der absolute Fachmann und absolut in der Lage, dieses spezielle Wissen auch an Laien weiterzugeben. Letztendlich kam dann noch eine ganz spezielle Übung, nämlich das Fahren rückwärts im Kreis.
Ich hatte es ja schon gesagt, wir hatten alle Funkgeräte im Fahrzeug und unser Fahrlehrer hier links im Bild hat uns die ganze Zeit beobachtet und konnte uns dann sofort Informationen direkt ins Fahrzeug übermitteln. Übrigens, was hier so locker und entspannt aussieht, war für uns am Ende des Tages doch ganz schön anstrengend und wir sind richtig geschafft dann nach Hause gefahren. So, dann gab es eine kurze Pause bei schönem Wetter. Alle hatten hier mal die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen zu berichten und wir haben ein bisschen die schöne Sonne genutzt. Und dann ging es aber auch gleich weiter zur Bremsenübung. Ziel war in der nächsten Zeit, Vollbremsungen zu üben und das bei 50 und 70 Kilometer pro Stunde. Die Fahrbahn konnte außerdem verändert werden. Zunächst auf trockener Fahrbahn. Ja, gut, das musste geübt werden und deswegen gleich noch einmal zurück. Und schon geht's wieder los. Nach der trockenen Fahrbahn wurde die Spur dann nass gemacht und es wurde ein regennasser Tag simuliert und daraufhin folgte dann eine weitere Steigerung, nämlich auf einer glatten Fahrbahn, die in etwa die gleichen Eigenschaften hat wie eine schneebedeckte Straße. Interessant war hier, dass mit unterschiedlichen Reifen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten wirklich erlebbar wurde, wie sich der Bremsweg verändert hat. Nach so viel Lernen und auch so viel Spaß hatten wir uns dann die Mittagspause ganz gut verdient. Und hier in Schlüsselfeld gibt es eine Kantine und einen schönen Freisitz. Man kann dabei den anderen Gruppen zuschauen oder auch ein bisschen die Landschaft genießen. Was hier noch nach schönem Frühling aussieht, wurde dann am Nachmittag schnell zum Winter. Die Straße wurde präpariert als schneebedeckte Straße und die erste Übung war, bei Vollbremsung das Fahrzeug in der Spur zu halten. Nachdem alle diese Übung gut gemeistert hatten, wurde dann noch einmal gesteigert. Und zwar wurde eine Wasserfontäne eingeschaltet, die ein Hindernis darstellen sollte. Die Aufgabe war jetzt, im Moment der Vollbremsung um dieses Hindernis herumzulenken. Also harte Bremsung und weiche Lenkung zu kombinieren. Das ist nicht ganz einfach und muss geübt werden. Aber genau dafür sind wir ja auch hierher gekommen. Und beim zweiten Mal hat alles schon viel besser geklappt. Wir hatten im Laufe des Tages alle ein bisschen Sicherheit bekommen beim Lenken und Bremsen und der Koordination. Und deswegen wurde ganz zum Schluss eine Kurvenfahrt durchgeführt, aus der heraus eine Vollbremsung gemacht werden musste. Solche Situationen gibt es zum Beispiel bei Autobahnausfahrten, wenn dort ein defektes Fahrzeug liegen geblieben ist. Das soll's aber für heute schon wieder gewesen sein. Wir hatten einen wunderschönen Tag und möchten uns bei euch für heute wieder verabschieden und sagen wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.